Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge The Witcher Assassins of Kings. Schlüssel erforderlich, ja, juhu. Und hier geht's nicht runter und Schlüssel habe ich bis jetzt noch keinen gefunden. Ich weiß schon nicht mehr, aus welchem Loch ich gekrochen gekommen bin. Sobald ich auf Gegner treffe, weiß ich, dass ich da noch nicht war. Ich glaube, hier war ich schon. Ja, das war die Ecke, in der ich war. Deswegen kommen hier auch keine Gegner. Höher als ich. Ach, du dickes Ding. Okay, von hinten war er jetzt anfällig. Da speichere ich doch gleich ab, weil ich ein Feigling bin. Was ist das hier? Sind das die Tunnel von Moria oder was? Sultan, du solltest mir doch das Schwert bringen. Es ging nicht, Geralt. Das war nicht dein bester Einfall, Hexer. Zwerge sind erbärmliche Lügner, vor allem der hier. Ihr wisst Bescheid? Oh ja, du willst die Waffe, um den Fluch von Hänsel zu nehmen und die Geister der Gefallenen zu erlösen. Herrin, ich weiß, dass ihr gerade Krieg führt, aber der Fluch ist auch für Wergen eine Bedrohung. Diese magische Energie ist unbeherrschbar. Spar dir das, ich bin im Bilde. Du kriegst das Schwert. Tatsächlich? Okay. Ja. Es freut mich, dass ich dir helfen kann und ich danke dir im Namen aller Wergener. Die Seelen ihrer Nächsten werden bald Ruhe finden. Herrin. Ich bin keine Herrin. Mein Name ist Saskia. Okay, Herrin Saskia. Es wird etwas Zeit brauchen, den Fluch zu lösen. Ihr könntet euch unterdessen zurückziehen. Bauern und Skoyatel, die haben in einer Feldschlacht gegen Berufssoldaten doch keine Chance. Zieht euch ins Landesinnere zurück. Du unterschätzt sie. Willst du eine zweite Illyrena werden? Sollen sie mit deinem Namen auf den Lippen sterben? Denn sterben werden sie, wenn du es zur Schlacht kommen lässt. Erst fallen deine Krieger, dann rückt die Soldateska in die Stadt ein, ermordet die Männer, vergewaltigt die Frauen, nimmt sich die Hübscheren mit und meuchelt die übrigen. Ich habe schon eingenommene Städte gesehen. Ich weiß, was auf dem Spiel steht. Warum hilfst du Hänselt? Und wieso riskierst du dein Leben, um diesen Fluch zu lösen? Ich bin ein Hexer, mein Hexer, blablabla. Ich will mein Gedächtnis zurück. Ich verfolge damit ein persönliches Ziel. Man hat mir prophezeit, dass ich durch die Aufhebung des Fluchs mein Gedächtnis wiedererlange. Ich bin nicht Hänsels Knecht. Dann schließ dich mir an. Ich kann nicht. Ich bin auf der Gegenseite Verpflichtungen eingegangen. Meine Freunde sind noch im Lager. Ich kann sie nicht zurücklassen.
Auch ich habe Verpflichtungen. Ich kann daher nicht fliehen und alle enttäuschen, die ihre Hoffnungen in mich setzen. Also geh deines Weges. Mögen deine Verpflichtungen niemals zum Kampf gegen mich führen. Ich bin kein Soldat. Du kannst beruhigt sein, Saskia. Es wird sich zeigen. Leb wohl, Hexer, und pass auf deine Freunde auf. Hänselt ist schlecht. Ja, das weiß ich auch. Bis zum nächsten Mal, alter Haudegen. Pass auf, dass aus dir kein Kettwener wird. Pass du auch auf dich auf, Sultan. Alles Gute. Saskia, ich hab da eine Kleinigkeit vergessen. Geralt will Jorvet sprechen. Er will was Bestimmtes von ihm. Es geht um die Spitze des Spießes, mit dem Sabrina Glevisig getötet wurde. Jorvet trug sie bei sich, als ich ihn in Flotsam traf. Er hat sie beim Würfeln verloren. An Skaren Burden, den besten Glücksspieler von Wergen. Sprich doch mal mit dem. Jorvet lässt sich zu Glücksspielen herab. Skaren kann sehr überzeugend sein, wenn's ums Pokern geht. Du müsstest mal sehen, was da für Schätze in seinem Rucksack stecken. Alles Pokergewinne. Mal sehen, ob ich ihm ein paar davon abknöpfen kann. Adieu. An die Oberfläche zurückkehren, bitte, danke. So, okay, wir haben das Symbol des Hasses. Es waren nicht die Minen. In denen sie das graue Fähnlein-Standartendings verbuttelt haben. Ich bin auf Saskias Seite, aber was soll ich denn machen? Das ist, Ich habe gehört, die Spitze von Jorvets Spieß hast du. Das stimmt. Ich könnte sie gebrauchen. Vergiss es. Das ist eine Trophäe, für die ich den zähesten Kerl besiegen musste. Dafür gelte ich manchen als Held. Was habt ihr gespielt? Würfelpoker. Früher habe ich auch viel gewürfelt. Ist das eine Herausforderung? Erwarte keine Sonderbehandlung. Ich habe vor, dich richtig zu rupfen. Und kein Fluch wird daran was ändern. Lass uns loslegen. Okay, So, was haben wir? Drei? Da will ich gar nicht nochmal würfeln, das ist schon eine volle Hose. Er hat auch eine volle Hose, aber meine ist höher. Ja, da habe ich schon gewonnen. Her mit dem Speer. Du spielst wie ein Schlitzohr. Aber versprochen ist versprochen. Die Spießspitze ist dein. Danke, Skalen. Wie ich höre, hast du noch mehr interessanten Kram, den ich gewinnen kann. Es würde sich was finden. Ja, aber es ist, der Spieß ist jetzt erst einmal für die Folge definitiv genug. So. Das heißt, ich brauche noch die graue Fahne. Symbol des Glaubens. Unser Held suchte nach den Gegenständen, die die Tugend und Gräuel des Krieges symbolisierten. Er benötigt sie für die Aufhebung des Fluches, der die Geister der gefallenen Soldaten Edirns und Kedwins auf ewig gegeneinander kämpfen ließ. Und auch gegen Menschen, die sich auf das alte Schlachtfeld verirrten.
Von Züwek erfuhr Geralt, dass an der fraglichen Schlacht ein Priester mit einem wundersamen Medaillon teilgenommen hatte. Dieser Gegenstand hatte den frommen Mann vor dem Feuerregen beschützt und besaß fraglos übernatürliche Fähigkeiten. Vermutlich handelte es sich um das gesuchte Symbol für den Glauben. Geralt ging die Sache behutsam an. Wenn er den König erzürnte, konnte er das Medaillon vergessen, das wusste er. Die Diplomatie führte ihn zu Detmold. Leider hatte Detmold Einwände hinsichtlich der Beschaffung des Medaillons. Er befand, dass Geralt zunächst etwas leisten und den Fluch vom König Hänselt nehmen sollte. Der Zauberer wusste, dass ein dankbarer König sich von dem Medaillon trennen würde, ohne zu murren. Wir hatten die offene Rechnung. Ich sagte es schon, Geralt trainierte gerne mit Roches Männern. Ah ja. So, aber das Symbol, das ist das, was vergraben liegt. Wo ich auch eigentlich hin wollte. Ich grüße dich. Ja, ich grüße dich auch. Du störst. Ach, du stinkst. Fünkchen. Oh, noch ein Zugereister. Woher kommst du? Warte, sag's nicht. Lass mich raten. Aus Temerien. Es lag mir auf der Zunge. Natürlich, du hättest doch so lange gewartet. Moment, lass mich raten. Geschäfte. Wusste ich's doch. Naja. Und du bist ein... Hexer. Oh, Hexer haben wir selten zu Gast. Was macht man als Hexer eigentlich? Probleme lösen. Och, ich habe gerade ein Problem mit meinem Freund. Seine Gedärme auf dem Hof verstreut, der Kopf ein paar Schritt weiter. Das wären Probleme, um die ich mich kümmere. Tja. Ich sollte vielleicht nochmal gucken, ob da irgendwas von dem besser ist als etwas, was ich habe. Zedkirs Rüstung, plus 14, okay. Cirial-Rüstung, die ist episch. So, Moment, Inventar. bis 28, 22 bis 29. Da ist mir das Schwert tatsächlich lieber. Die Hose ist das gleiche, was ich habe. 3-2-2, 4-2-2-2. Okay, die Stiefel, die ich habe, sind besser als die timirischen. Catwin-Rüstung, die nehmen sich jetzt nicht. Vitalität, Rüstung plus 18, Vitalität plus 30. Einäscherung, Blutresistenz, Giftresistenz, Blutresistenz 35 statt 23, Giftresistenz auch 35 statt 23. Bonus zum Zeichenschaden plus 7. Allgemeine. Hm.
glaube, damit müsste ich dann unterm Strich besser ausgerüstet sein als... So, plus 18. Die Cerealienrüstung hat jetzt plus 23 mit dem ganzen aufgewerteten Zeugs. Wäre nur schön, wenn ich auf Rüstungen auch wieder abrüsten könnte. Aber festgenagelt ist festgenagelt. Okay. Und sie schaut auch ein bisschen flotter aus, finde ich, wie jetzt. Das sind zumindest mal keine Einhörner drauf. Hier ist ja richtig was los. Okay. Nettes Hexerkostüm. Ja, finde ich durchaus auch. So, komme ich damit da nur, rein und nicht hoch. Auch da geht es vermutlich nur rein und nirgendwo hoch und nicht wieder irgendwo raus. Ne, das ist auch bloß ein geschlossener Raum. Gut, ich meine, ich kann dann die Treppe noch probieren, ob ich da drüber noch irgendwo hinkomme. Das schaut auf jeden Fall zumindest theoretisch besser aus. Geht's da lang dahin, wo ich hin will, oder? Okay, schaut nicht falsch aus. Schaut jetzt auch noch nicht zwingend richtig aus, aber... besser als... Okay, das ist was auch flach genug, dass ich durchlaufen kann. Kriegt zwar nasse Füße, aber... ich muss nicht schwimmen mit den Schwertern am Rücken. Moment, wer seid denn ihr da hinten? Will ich es überhaupt wissen? Ich glaube nicht. Aua! Was ist das? Spring jetzt runter da. Yeah!
Feuer und Blut! Tänzchen gefällig? Tänzchen gefällig? Ja, ich tanz mal aus der Reihe und vor allem weg von euch. Temerien, den Temerien! Schlag die Missgeburten tot! Ist es, Zwerge zu Mus! Elfen zu Brei! Das ist jetzt hier aber ein Stück weit sehr nervig. Zwerge zu Mus! Temerien, den Temerien! Elfen zu Brei! Schlag die Missgeburten tot! Friss Staub! Temerien, den Temerien! Das ist jetzt ein sehr langer und durchaus anstrengender Kampf. So, jetzt wird's aber blöd hier. Schlag die Missgeburten tot! Temerien, den Temerien! Ja, okay. Fugit. Langer Kampf für... da ist nichts rausgekommen bei... die blöden Kackbanditen. Na, ja, toll. Kriegt man das hin, dass wir die irgendwie einzeln pullern? Auf die Anderlinge!
Stückchen zurück, weil dann sind es gleich ein paar weniger. Aua. So, komm her und lass dich aufspießen. Okay. Habt ihr Lumpen irgendwas Interessantes dabei? Ach ja, auf jeden Fall darf ich mich jetzt erst einmal wieder ein bisschen erholen hier. Da waren ja noch mehr Banditen. Lümmels. Auch das noch. Neckarsess. Wer, wo und warum? Aua. Zwerge zu Moos! Elfen zu Brei! Mach die Anderlinge kaputt! Zwerge zu Moos! Elfen zu Brei! Aua! Zwerge zu Moos! Ah!
die Anderlinge kalt. Okay. Gut, dass ihr nicht ätzend wart. Blöden Penner. Okay, das ist nur Gemüse. Da hinten liegt noch mehr Zeug. Ja. Es regnet, der Gerald wird nass, die Folge, die endet. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, macht's es gut und tschüss.